Piep, piep, Kelvin hat euch lieb. Richtig. So, wir sind fertig mit den Rätseln. Das heißt, wir können raus, dann den ganzen langen, lieben Weg wieder zurück. Das Bild zieht immer noch nach. Wo sollten wir mit dem Typen verdammt nochmal reden? Haben wir schon. Nein, wann bitte? Ha! Der Andy, hast du gesehen? Hier sind ja Hinweismünzen. Andy! Aber ich hab doch hier schon... Andy Sederath. Das ist der Max von vorhin, Mann. Nein, den doch mein ich doch gar nicht. Ja, wer denn sonst? Vor dem Laden von Bienke. Ach nee, andere Richtung. Gehst du hin, bitte? Wo willst du hin, verdammt? Zu Bienke. Ach so. Ach dann doch. Schon dreimal. Kann's ja so, machen. Und der Typ. Ja. Andi. Darf ich höflichst bitten, aufzuhören, mich anzustarren? Das macht mich nervös. Das war's. Entschuldigen Sie bitte, Sie wirken nur etwas beunruhigt. Nun ja, ich schlage mir die Nächte wegen des Rätsels um die Ohren, aber es bringt alles nichts. Das wolltest du. 40 Picaras, das Rätsel Flötzchen gehört. Das gehört dir. Dies ist ein Leitengramm. Leitengramm. Um den Schlüssel zusammenzubauen, musst du die 5 Klötzchenteile aus Professors Leighton-Zylinder in die Schlüsselform einfügen. Kriegst du das hin? Die Teile lassen sich auch spiegeln. Kennst du das noch? Das haben wir schon mal gemacht. Ja. Da haben wir den Hut zusammengesetzt. Ja, leider. Hast du mich dazu gezwungen? Allerdings. Du zwingst mich immer zu Dingen, die ich nicht machen möchte. Ach, jetzt plötzlich. Du musst das spiegeln. So, kleiner, großer Junge. Kleiner Hosenscheißer, du. Hallo, geht's dir noch gut? Das ist ja einfach und dafür 40 Picaras, ich brech ins Essen. Die Steuerung funktioniert noch nicht so ganz, ne? Nee, nicht wirklich. Mann, ey! Was sag ich doch? Sag ich doch. So stimmt es, ich bin sicher. Ich auch. Falsch. Mit Bravour gelöst. Schlüsselig geknobelt. Oh Gott, was für ein Deutsch. Jetzt, da du den Schlüssel in den Händen hältst, brauchst du nur noch das passende Schloss dazu. Yippie! Endlich kann ich mich beruhigt in meinen Kissen kuscheln und schlafen. Vielen Dank für eure Mühe. Nicht der Rede wert. Was wäre ich denn für ein Gentleman, wenn ich Ihnen nicht geholfen hätte? So, können wir jetzt gehen? Ja. Müssen wir mit der U-Bahn fahren, ne? Oder? Nee, doch nicht. Nur durch den Wald. Mein Freund. Freund? Du bist auch so ein Freund. Ich weiß. Wir sind eigentlich beste Freunde. Freunde? Wir sind eigentlich wie Barney und Fred. Wer ist Barney und Fred? Feuerstein. Kenne ich nicht. Du kennst Familie Feuerstein nicht? Den Namen aber habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, Freunde, ich breche ja gerade aus allen Wolkenfeldern. Schau, da ist Bostro. Ich glaube, wir müssen gleich mal Nachstunde geben. Nachstunde, genau. Nachstunde, ja. Ja, diesen geschmacklosen Anzug erkennt man schon von Weitem. Schnell, versteckt euch. Ich versteck mich. Siehst du mich noch? Ja. Scheiße. Ja, was soll man jetzt hier machen? Sollen wir uns jetzt hier verstecken oder was? Jeden ansprechen. Guten Tag. Du sollst Wachen stellen! Du Clown! Hör auf, hier zu uns zu albern! Ich albere nicht rum, Bostro. Ich wollte nur... Ah! Das Einzige, was ich mehr hasse als Gammler, sind Klammerler mit faulen Ausreden. Aber... Nix aber! Wegen dieser Einstellung setzt du, stehst du die ganze Nacht unter der klaren Ordnung. Was? Ich sag was. Du
Du bist fertig hier. Der Klamm braucht keine Kasper wie dich, Zieleine. Komm schon, Bastro. Ich weiß mich nicht raus. Wo soll ich denn hin? Da, haben Sie gehört? Ja, dieses Zieleine fährt einem geradezu durch Mark und Bein. Und kommt ihr hin, den Spuck aufschnappen? Fragen wir ihn doch einfach mal. Hey, hast du... Krebs! Zieleine! Unglaublich, es hört sich genau an wie Bostros Stimme. Nein, also das kann ich jetzt nicht sagen. Die Täuschung ist perfekt. Das wird der, das wird die Wachmänner hinters Licht führen. Auf nach China Town. China? So sagen Bayra das. Genau. Bavariana. Oder ein Baden oder ein Barwipper. Das ist total komisch irgendwie. Lu, sag mal, du kennst doch dieses Denkmal, oder? Hm? Ach ja, du meinst, dass das den Professor ähnlich sieht. Sicher kenne ich es. Es hat mich zum Nachdenken gebracht über die Zukunft. Und da fiel mir auf, dass du doch eigentlich schon weißt, wie unser Abenteuer endet, nicht wahr? Denn du bist ja, also hast du diese ganze Sache bereits vor 10 Jahren selbst erlebt, oder? Nun, in gewissem Sinne ist das richtig. Trotzdem kann ich leider nicht voraussagen, wie die Ereignisse verlaufen werden. Luke, wenn du die Zukunft kennen würdest, würde das den Verlauf der Dinge völlig ändern. Ereignisse, die passieren sollten, würden den letzten Endes gar nicht eintreten. Sieh dir nur an, was all das Zeitreisen bisher angerichtet hat. Es herrscht totales Chaos in dieser Stelle hier. Wir wollen doch nicht noch mehr Durcheinander verursachen, findest du nicht auch? So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Wenn du mehr über dein zukünftiges Ich wüsstest, könnte dies ändern, wer du letztendlich wirst. Was lachst du denn denn fast auf Ebene? Nichts, gar nichts. Um es noch komplizierter zu machen, im Grunde bist du gar nicht ich. Bin ich nicht? Wer bin ich dann, Nathan? Das ist eine gute Frage. Unsere Begegnung hat einen großen Einfluss auf unser beider selbst. Nur die Vergangenheit ist gewiss. Du bist mein vergangenes Ich, aber ich bin nicht zwangsläufig der du einmal wirst. Verstehst du? Ich glaube schon. Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Wenn die Stimme versagt... Moment, ich muss mal was trinken. Eines Tages werde ich Professor für Rätselkunde. Summa cum laude. Seht euch bloß vor. Die Figuren des Denkmals sehen uns beiden erstaunlich ähnlich, Professor. Das muss nicht sein. Den hatten wir auch schon, ne? Hier waren wir ja auch schon. Quatsch ihn trotzdem an. Na, ein Rätsel. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen. Das ist nun mal so. Aber ein echter Mann steht jeder Drecksal... jede Drangsal... Was jede ist? Drangsal durch. Drangsal durch, was immer das ist. Wenn es hart auf hart kommt, muss man eben die Ohren steif halten. Die Ohren. Und den Stier bei den Hörnern packen. Ui. Hier ist ein Rätsel für kluge Köpfe, damit sind sie für jeden Konflikt gewappnet. Eieieiei. Hört sich Picaros schon wieder. 4 Geschwister haben ein Stück Land geerbt, auf dem sich jeder bereits ein Häuslein gebaut hat. Natürlich. Der Rest des Grundstückes soll in gleich geformte Stücke zu jeweils 6 Quadraten aufgeteilt werden. Jedes Teilstück soll an den Brunnen grenzen und eines der Häuser beinhalten. Wenn du das Land so aufteilst, auf wessen Stück liegt dann der Stern? Kreise das Haus des Erben A, B, C oder D ein und berühre Antwort. Rani ist klar. Ja und?
Genau. Du weißt doch immer alles. Keine Ahnung. Ja, es ist nicht viel. Du bist mal wieder dran, los. Mal sehen, ob das jetzt stimmt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin doch dumm. Genau. Mal sehen, ob das stimmt. Da kannst du nur noch B sein. Mann, ey! Mal sehen, ob das stimmt. Dann kannst du noch A sein. Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Dann hätten wir das durch. Mal sehen, ob das stimmt. Ja, warum sagst du nicht gleich, dass es A ist? Ganz wie ich vermutete. Gut abgegrenzt. Der Stern befindet sich auf dem Grundstück von A. Die genaue Aufteilung kannst du oben sehen. Natürlich. Ist das ein Mann da unten? Unten links? Nee, ist eine Frau. Sieht man doch. Der hat einen Bart. Ist doch egal. Er schafft's, Dürfer. Gleich ein kühler Kopf meistert nochmal jede Knobelei. Kolossale Knobelleistung. So. Weiter. Aber wirklich durch. Nur. Das Walross. Das Wal. Mann, mir ist so langweilig. Langweilig. Immer das Gleiche, stimmt's? Wundert's dich? Das Leben ist nicht gerade ein Zuckerschlecken und mit niemandem kann ich drüber reden. Nun ja, nicht zu langweilen ist wohl besser als traurig zu sein, oder? Kann sein. Hören Sie, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, stehe ich gerne zur Verfügung. Alter Schleimer. Danke. Das ist sehr aufmerksam. Aus dir wird bestimmt ein anständiger Kerl. Danke für das Angebot. Ich fühle mich direkt viel besser. Zur Belohnung stelle ich dir eins meiner fantastischen Rätsel. Ich will aber lieber... ja, bitte, ich liebe gute Rätsel. Also, wenn ich was kann, dann ist es graben. Mit meiner Schnauze, weißt du? Und mit meinem ganz großen Kinn. Und bei der Arbeit im Stollen fiel mir Folgendes ein. Stollenwürmer. Ah, Tunnelbau. Tunnelbau. Du bist Deutschland. Sollst du einen Tunnel bauen, der vom Eingang über jedes einzelne Feld zum Ausgang führt. Berühre ein Tunnelteil, um es zwischen gerade und gebogen umzuschalten. Um es zwischen gerade und ungerade umzuschalten. Okay. Berühre es an den Ecken und führe es im Kreis, um es zu drehen. Die grünen Teile sind bereits fest eingebaut und können nicht mehr verändert werden. Good luck. Berühre ein Tunnelteil, um dessen Form von zu ändern. Berühre die Ecken eines Teils und führe den Touchpen im Kreis, um es zu drehen. Über jedes einzelne Feld. Na, dann viel Spaß. Ding, 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 ding. Guck mal. Schlaff, steif. Schlaff, steif. Schlaff, steif. Wir nehmen auf, das weißt du. Ne? Ach ja, Entschuldigung. Warum sagt mir das denn noch keiner? Hab ich doch. Hä? Ah, ich wollte schon sagen. Oh, das ist doch einfach. Ja, wie denn? Ja, musst du machen. Ja, danke, Klugscheißer. Ja, ich weiß. Jetzt mach! Ja, ich bin dabei! Du kannst das nicht! Ja, das weiß ich selber! Ey, was gibt's da zu lachen? Das dauert ein bisschen lange. Es ist mir scheißegal. Mann, ey, es klappt schon wieder nicht. Natürlich.
Warum nicht? Och. Mann, jetzt dreh dich! Och. Was machst du denn? Wie geht's jetzt weiter? Mann, dreh dich! Also manchmal... Meine Güte! Wie wäre es hiermit? Na, danke. Ich wusste es! Es geht meine Stimme schon weg. Ja, siehst du, wir nehmen ein bisschen zu lange auf. Uff, das war ganz schön anstrengend. Ja, allerdings. Blödes, billiges. Du bist echt ein schlaues Bürschlein. Das war übrigens dein Rätsel. Ja. Komm bald wieder und halte mein Schwanz, Schwätzchen mit mir, ja? Mann! Du hast den Jungen als neuen Aufkleber. Oh, dann können wir das jetzt fertig machen. Ja, wollte ich aber auch sagen. Aber erst im nächsten Teil, Freunde. Wir machen jetzt hier Schluss. Legen uns ein bisschen ins Bett. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW 18, adieu. Ciao. Ah, oh.